YouTube! Ich war gestern im Kino in Five Nights at Freddy's. Einige werden sich jetzt die Frage stellen, wie konnte das denn passieren? Kies in FNAF? Nun, es kam kein anderer Film. Zu der Zeit, wo wir ins Kino wollten, gab es einfach keine Alternative. Also sind wir rein in Five Nights at Freddy's. Der Film war sehr speziell und ich dachte mir so, das ist es. Das ist der große Hype. Ich meine, der Film hat, glaube ich, 20 Millionen gekostet. Die Animatronics sahen sehr geil aus, das lasse ich dem Film. Und er hat fast schon 300 Millionen eingespielt. What? Der zweite Teil wird 100% kommen, ist, glaube ich, auch schon angekündigt. Und da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich diesem ganzen Hype endlich mal auf den Grund gehen. Ich habe Five Nights at Freddy's 1 damals, als das Spiel rausgekommen ist und seinen riesigen Hype hatte, habe ich das vielleicht ein, zwei, dreimal gespielt. Ich habe das nie wirklich durchgespielt oder wirklich ernst genommen, aber heute will ich dieses Spiel durchspielen. Man könnte sagen, das Ganze hier ist ein Blind Let's Play. Die Augen sind ausgestochen. Ich habe da nur noch leere, blutige Augenhöhlen, in denen ich rumfingern kann. Ich sehe gar nichts, okay? Blind. Absolut blind. Das Spiel ist aus dem Jahre 2014. Es war sehr schwierig, das zum Laufen zu kriegen und auch noch in irgendeiner vernünftigen Auflösung. Deswegen spielen wir hier eine gemoddete Version. Ich habe da schon Stündchen dran rumbasteln müssen. Und wenn ihr haben wollt, dass ich diese komplette Five Nights at Freddy's Serie durch Let's Play für euch da draußen, wenn ich mich diesem Animatronics-Horror stellen soll, dann schreibt mal Freddy, Hashtag Freddy in die Kommentare und lasst eine Bewertung da. Und jetzt gehen wir richtig schön oldschool in die Kacke rein. Ich hoffe, ihr da draußen seid mit dabei. Und wie gesagt, ich bin absolut der Noob. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Okay, wir sollen als Nachtwächter im Freddy's arbeiten. Wir brauchen Monitore, Kameras, Lichtquellen und Türen, um uns quasi zu schützen und zu verteidigen. So viel weiß ich auch noch. Nicht wahr, Mr. Cupcake? Telefon. Hier sehen wir unsere Energie. Okay, das kann ich nur einmal aktivieren und dann ist es weg, oder was? Around the facial area.
So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, First Station of the Breeze, I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Okay, ich habe um 12 Uhr angefangen. Jetzt haben wir schon 2 Uhr nachts. Mein Gott, war das ein langes Telefonat. Es war das längste Telefonat überhaupt. Der Mann hat mich 2 Stunden zugesülzt. Über Animatronics. Ist doch alles easy. Ich habe das voll im Griff. Ich war schon mal Nachtwächter im echten Leben. Weiß, wie das läuft. So, die Tür nur schließen im äußersten Notfall. Denn wir haben halt hier Strom. Oh mein Gott, einer fehlt. Einer von denen fehlt. Freddy ist on the run, oder? Ne, das ist Freddy. Oh. Mr. Bunny. Bonnie heißt der Bunny, ne? Okay, Bonnie. Wir müssen jetzt hier keinen Stress machen. Es läuft alles so gut. Bonnie ist immer noch hier. Okay, Bonnie auf der 5. Ich bin schon bei 65% Strom. Ich will gar nicht wissen, wie schwierig die letzten Nächte werden. Okay, Bonnie ist auf der 1. Wir haben 3 Uhr. Chica ist noch da. Rennt Foxy hier auch irgendwo rum? Oh mein Gott, ich habe Bonnie verloren. Oh! Alter, ist very close. Welche Seite ist das? Okay, ich muss durchhalten bis 6, ne? Oh! Ich mach die Tür zu. Ist er weg? Ist er immer noch da? Es kostet halt Strom, ne? Tür zu machen kostet halt richtig Saft. Ach komm schon, Alter. Oh nein, Chica. Das ist. Chica finde ich am schlimmsten, weil die sowas extrem Nerviges hat. Ah, jetzt kann ich halt hier. Okay, er ist weg. Ah, das wollte ich gar nicht. Alles klar. Alles klar. Alles. Hey, Lichter aus, Lichter aus. Wir haben es im Griff. 44%. Freddy ist noch hier. Er ist wieder auf der 5. Ist Chica in der Küche? Bei 40%. Ich muss jetzt echt vorsichtig sein. Okay, Chica ist im Geburtstagssaal, im Partyzimmer. Oh. B2, ist es nicht super nah? Schon mal nicht hier. Schon mal nicht hier. B2, das ist super nah. Man wird aber in dem Spiel auch richtig paranoid, muss ich sagen, ne? Wo ist Chica? Ah, Freddy bleibt hier. Freddy ist cool. Wir haben 5 Uhr. Prozent. Mein Energieverbrauch muss ich auf jeden Fall noch optimieren.
Freddy ist immer noch da, wo er hingehört. Starrt er mich an? Oh mein Gott, Chica kommt auch näher. 24%. Niemand. Niemand. Und wenn jetzt beide kommen, ne? Beide hier rein wollen. Das wird unangenehm. Warum ist die Kamera aus? Oh Gott! Alright. Gruseliges Kerlchen. Hello. Dum, 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 dum. Ach, komm schon. Ja, okay, die erste Nacht ist ja auch easy. Die ist ja geschenkt. Die erste Nacht ist halt auch wirklich einfach geschenkt. Dankeschön, liebe Kinder, dankeschön. Dankeschön, Nacht 2. Spiel nimmt keine Gefangenen, ne? Es macht direkt weiter. Okay. Ah, wieder so ein endlos langes Telefonat. Dann hau mal raus. Oh, Chica ist schon weg. Alter, beide sind unterwegs. Okay, er ist weg. Er ist weg. Freddy ist noch hier. Ey, Chica frisst doch irgendwas wieder in der Küche, ne? Die ist doch in der Küche am Schnabulieren. Ist klar, die scheinen erstmal weg zu sein. Ich darf nicht so viel Licht anmachen, aber ich bin jetzt schon ultra nervös. Das Spiel macht einfach ultra nervös. Man will die ganze Zeit irgendwie Licht anmachen, gucken. Höre ich Schritte? Moin, Freddy. Der hat sich ein bisschen verdreht. Der hat sich ein bisschen verdreht, oder? Steht ein bisschen anders da als sonst. Ist das Chica? I don't know. Okay, wir sind erst bei 1 Uhr. Uff, 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 uff. Das wird unangenehm. Ich muss Energie sparen. Aber wir verlieren ja trotzdem konstant Energie. Freddy bewegt sich. Ich glaube, Chica ist wirklich in der Küche und gönnt sich richtig hart. Die snackt hier. Oh oh. Oh, er ist very close. Wir müssen ja dann wieder auf der Seite kommen, ne? Er ist weg. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Oh Gott! Unheimlicher Freak.
Es sagt nicht, hier kommt auch noch einer. Ich habe Schritte gehört. Ist er weggegangen? Ja. Okay, Chica. Ist schon ein bisschen creepy, wie sie da steht und mich dumm anglotzt. Würdet ihr den Job annehmen im Freddy's? Ich meine, die Bezahlung soll ja angeblich auch richtig schlecht sein, ne? Miese Bezahlung und Killer-Roboter. Ich weiß nicht. Also meins wäre es nicht. Ich glaube, ich würde sagen, naja, ich bin dann eher mal weg. Freddy bleibt cool. Er ist wieder hier unterwegs. Oh nein, sie ist weg. Sie kann ja auch nicht schnell, so schnell hier sein, ne? Okay, wir sind bei 3. Halbzeit, halbe Energie. Was war das denn? What? Ich glaube, Freddy versucht mit mir zu kommunizieren. Wie gesagt, ich habe das Spiel quasi nie gespielt. Das Einzige, was ich dadurch, also von den Spielen durchgespielt habe, war Security Breach. Samt DLC. Was ist hier los? Was ist hier los? Kameras fallen irgendwie aus. Bedeutet das, ich muss hier Lichtschalter noch mehr im Blick behalten? Ich bin jetzt halt voll auf Sparmodus. Schon wieder ganz nah. Oh mein Gott. Kamera ist ausgefallen. Er müsste eigentlich wieder auf der Seite sein, ne? Komm schon. 4? Oh nein. Oh nein. Alter, Foxy kommt auch noch in the game. Krass ist halt, du hörst die wirklich, ne? Du hörst die wirklich rumlaufen. Oh mein Gott, Chica. Hier gibt's nichts zu fressen. Hier gibt's nichts zu fressen, junge Dame. Chica ist weg. Okay, er ist weg. Oh mein Gott. Wow. Hab ich's verkackt? Was? Wie schnell war denn der? Holy. Game over. Diese kleinen menschlichen Augen bei Freddy. Tja, jetzt muss ich wohl nach 2 von vorne anfangen. Wir sind noch nicht mal bei Halbzeit. Okay, ich bekomme kein Telefonat. Es geht direkt los. Alles klar, Foxy sprintet komplett durch. Bei dem muss man echt vorsichtig sein. Noch sind alle schön vereint. Bonnie geht wahrscheinlich als erstes. Dann Chica und Freddy. Der chillt noch eine Runde da oben. Und Foxy startet hier. Hat also einen recht kurzen Weg. Weil wir sitzen ja hier unten. Hier steht ja schön You. Und da kann man schon immer so ein bisschen ausrechnen, wie weit ist es, bis er zu mir kommt und an mir dran ist. Oh nein, Chica? Boah, sie ist schon hier. Ist das alles random? Wahrscheinlich ja, ne? Wahrscheinlich ist es random für den Nervenkitzel.
Okay, bis jetzt fühlt es sich so an, als würde die Zeit gar nicht vorankommen. Quasi Kaugummi. Kameraausfall, nice. Es macht aber hier niemand einen Sprint oder sowas in meine Richtung, oder? Okay, wer nähert sich hier? Auf der Seite. Keine Ahnung, wer es ist, aber ist ja auch völlig egal. Okay, 1 Uhr. Ah, ich glaube, Chica ist wirklich in der Küche, ne? Man hört ja die ganze Zeit die Küche kleppern. Die gönnt sich da erstmal so einen kleinen Chica-Snack. Noch keine Spur von Foxy. Okay, bis jetzt bewegt sich niemand, dann bewegen wir uns auch nicht. Wir bleiben einfach mal cool. Wir bleiben einfach cool, um ein bisschen Saft zu sparen. Am liebsten würde ich hier noch die Glühbirne ausmachen, damit ich wirklich gar nichts verbrauche. Okay, er kommt schon. Alles gut, alles gut. Ich höre Schritte. Mein Gott, Chica steht quasi vor der Haustür. Boah! Oh mein Gott. Chica ist weg. Chica ist weg. Ich glaube, er ist auch weg, oder? Nein, er ist noch da. Er ist noch da. Kommt auch. Alright. Kumpel, das kostet ganz schön Strom. Bei den Strompreisen, du. Okay, er ist weg. Hier muss ich halt super vorsichtig sein. Gut. Alles gut. Komm schon, gib mir 3 Uhr. Nice. Er ist immer noch hier. Okay, von der Energie her könnte es gut sein. Ich weiß es nicht. Wow, wow. Oh mein Gott. Komm schon, Alter. Ich trau mich, das nicht aufzumachen. Was macht Freddy? Oh mein Gott, hier steht auch noch Chica rum. Ist der weg? Ja. Chica steht direkt davor. Kann sie hier rein, wenn sie am Fenster ist? Okay, er ist wieder weg. Chica ist weg. Ah, Gott! Oh, Mann!
Okay, ist weg. Bleib da, Foxy. Bleib da. Freddy steht hier. Er ist weg. Keine Spur von Chica. Jetzt hier auch nicht hier verklemmt. Wir haben erst 4 Uhr. Komm, spring auf 5, Baby. Chica ist hier. Mein Gott, ist der weg? Okay, er ist noch hier. Oh, ganz kurz hatte ich richtig Schiss. Chica ist wieder hier. Ich habe nur noch 25% Energy. Was? Die Tür geht nicht. Die Tür ist kaputt. Warum? Ah, warum ist die Tür kaputt? Alter, das mit der Tür war richtig, richtig böse. Das war richtig, richtig böse, dass die nicht zuging. Okay, wir sparen Energie. Im Moment sind die eh noch oben. Also die ersten Minuten muss man ja quasi nicht wirklich was machen, ne? Boah, er ist schon hier? Was legt denn der für einen Sprint hin? Was legt der denn bitte schön für einen Sprint hin? Ich glaube, die haben mich gehört. Die haben sich gedacht, oh, heute will das lässig angehen. Ja gut, dann gehen wir ihm richtig auf die Nase. Dann fnaffen wir ihn mal so richtig schön weg. Die blöde Sau. Ist noch nicht mal 1 Uhr, Alter. Ist noch nicht mal 1 Uhr. Ich bin schon bei 88% Energy. Hier ist alles ruhig. Hier auch. Hier auch. Eigentlich eine super simple Idee, ne? Aber dennoch genial. Ich kann den Reiz schon verstehen von dem Spiel. Na, steht noch hier. Hier ist eine Silhouette. Er steht ja immer noch da. Ich glaube, Chica ist auch jetzt wieder in der Küche unterwegs. Man hört immer im Hintergrund so ein leichtes Kleppern. Er hat sich noch nicht gezeigt. Was sagt meine Tür? Er steht ja immer noch da. Hat es hier richtig gemütlich gemacht. Der geht gar nicht mehr weg. Alter, jetzt geh doch mal weg, Mr. Bunny. Nein, wir haben keine Karotten. Okay, ist weg. Nice. 70% hat er mich aber runtergenuckelt. Der hat mich ganz schön gesaugt. Ja, jetzt zeigt er seine Fratze. Also Chica ist immer auf der Seite. Foxy ist immer auf der Seite. Bonnie ist auch immer auf der Seite. Hey. Okay, 66%. Oh, Alter. Uff. Ich habe gedacht, der braucht noch ein bisschen, bis er kommt. Von wegen. Aber er ist weg. Ja, okay, der ist wirklich nur ganz kurz. Der rennt hin, hämmert dagegen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Noch ist er nicht da. Ist er weggegangen? Scheint weggegangen zu sein. Komm schon, gib mir 3. Oh,
Alright. Was ist jetzt wieder los? Die Seite geht, aber die hier wieder nicht. Warum? Das gibt's doch nicht. Warum? Alter, warum habe ich denn aber auch so ein mega Pech, ne? Alright. Chica ist noch oben. Chica ist noch oben und chillt. Der nuckelt halt so unverschämt viel Energie, weil er da halt gefühlt 2 Minuten steht. Okay, Chica macht den gemütlichen. Normalerweise ist sie ja total süchtig nach Kuchen. Kuchen und Crack. Gute alte Kuchen und Crack Party, so. 1 a.m. Noch kein Foxy. Chica ist on the run. Auf jeden Fall mal das hier im Blick behalten. Alles gut. Alles gut. Klingt, als wäre jemand direkt schon hier vorne. Aber ist alles cool. Ist alles cool. Ey, nach 2 knüppelt schon asozial fies rein, ne? Ich will gar nicht wissen, wie dann nach 3, 4 und 5 wird. Und dam 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 dam. Komm, gib mir Stunde 2. Er ist da. Er ist super close. Oh, Chica ist auch sehr nah. Er ist noch hier. Wow. Er ist noch drin. Chica ist vielleicht weg. Er ist weg. Komm schon. Gib mir Stunde 3. Okay, Foxy könnte bald seinen legendären Foxy Run machen. Der macht seinen Foxy Run. Unten an der Pirate Cove. Ja, 3. Ist immer noch drin. Ist immer noch drin. Boah, ich hoffe, ich habe keinen Systemausfall. Schon, Baby. Hier ist einer. Okay, er kommt close. Thank you.
Er ist noch drin. Krass. Chica kommt näher. Chica ist halt auch noch super close. 4. Er steht noch da. Chica ist weg. Er steht immer noch da. Jetzt saug hier nicht meine Energie, du dämlicher Hase, du. Bei den Energiepreisen, ha? Huh? Ich find's krass, Foxy bleibt heute in seiner Cove. Hochanständig, dass er bis jetzt in seiner Cove drin bleibt. Freddy bleibt oben. Schon, gib mir die 5. Gib mir die 5, Baby. Yes. No Foxy in the Hood. Oh nein, Kameraausfall. Oh. Oh. Oh, Alter. Ist weg. Ich hab nur noch Schiss, dass Foxy irgendwie noch so den Final Run hinlegt. Chica ist in der Nähe. ...17% Energy. Kein Mr. Bunny. Keine Chica. Oh nein. Oh, er ist noch da. Ich dachte, jetzt macht er seinen Run, weißt du? Jetzt, wo die Elektronik ein bisschen rum... spinnt. Sie ist very close. Yes, baby! Oh, ich dachte, wir kriegen hier noch so einen kleinen Chica-Lurk. Aber we survive. Nach 3, ich piss mir doch an mein Ei. Telefon! Schade, dass man nicht selbst irgendwie abnehmen kann. Na, irgendwann geht er halt ran. Oh, Chica ist schon on the run. Boah, Chica macht den Early Move, ne? Hungry Chica. Ist bei 88 und haben noch nicht 1 Uhr nachts erreicht.
Chica ist weg. Ja. Die Cove ist ruhig. Mr. Bun-Bun bleibt wirklich oben bei Freddy hängen. Okay, okay. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Ich behalte immer so ein bisschen die Cove im Blick. Oh. Chica ist wieder close. Die Cove ist cool. Chica ist immer noch close. Häschen bleibt schön da oben. Finde ich gut. Aber mir schmeckt hier die Chica-Aktion nicht so richtig. Was hat sie vor? Ist weg. Chica ist wieder weg. Im Moment ist es irgendwie für mich persönlich alles ein bisschen zu ruhig. Alles ein bisschen zu ruhig. Wir haben 2 AM. Irgendwie chillen hier alle noch so ein bisschen. Ah, hier ist alles cool. Entspannter Saft. What? Wann hätte sich denn rausgeschlichen? Chica ist wieder close. Jetzt könnte es unangenehm werden. Cove cool. Cove ist cool. Die Seiten sind auch cool. 64. 63. Alles cool an der Cove. Wir steuern auf die Halbzeit. Ich höre Chica in der Küche. Cove ist cool. Ist Freddy weg? Ich glaube, Freddy ist gone. Ich glaube, Freddy ist wirklich gone. Hat keine Ahnung. Cove. Foxy Cove. Komm, spring auf die 4. Ich weiß nicht, wo Mr. Bun-Bun ist. Also energiemäßig kann man machen. Ich glaube, da sind wir noch in einem ganz ordentlichen Rahmen. Close Chica. Wow, Chica. Ich hab nichts zu essen, Chica. Warum springt das Ding nicht auf die 4? Oh, komm schon, du dämliches Vieh. Alter, die ist hier, um zu fressen, ne? Chica sagt, ich fress mich voll. Gönn mir richtig. Das Ding aus. Bun-Bun. Und die Cove ist noch... Chica ist wieder close.
und man wird paranoid. Er ist auch close. Wir könnten einen fiesen kleinen Mr. Bun Bun gleich haben. Oh, 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 oh. Er macht den Foxy Run. Wir wissen, bei ihm geht's dann ganz schnell. Chica kommt näher. Noch haben wir hier keinen Foxy Run. Auch kein Foxy Run. Es sind nicht mehr viele Minuten. Chica close. Aber noch nicht close genug. Ich habe halt nur noch Schiss vor dem verdammten Foxy Run. Komm schon, Alter, gib mir die 6. Chica ist immer noch close. Ich hab keine Törtchen. Ich hab nix, Chica, wirklich. Hier drin gibt's kein Essen. Das Ding ist leer hier. Ich hab so einen alten Burrito. Der ist schon lange, lange leer. Ah, kommt. Bitte jetzt kein Foxy Run. Chica klebt. Yes, Alter, durchgezogen, first try. Nice. Oh, aber wo war Freddy, ne? Nacht 4, Baby. Erstmal einen schönen Anruf, okay. Mal sehen, was er will. Jetzt geh schon ran, Junge. Okay, Moment, es war bei ihm, ne? Ich habe nämlich eben gerade mich gewundert, wer klopft denn und hämmert denn hier schon so hardcore gegen meine Tür? Okay, Mr. Bunny. Mr. Bunny ist auf dem Vormarsch. Ist der hier bei mir? Nee. Nee, alles gut, alles gut. 1 a.m. Freddy steht oben. Jetzt aber ein bisschen low. Wir haben nämlich schon ganz schön Saft verdudelt. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, Chica ist wieder in der Küche, ne? Was? Oh mein Gott, der ist schon ready. Ah, der macht hier den schnellen Foxy. I don't like this. Der schnelle Foxy ist gar nicht cool. Okay, er ist auch in der Nähe, aber ist alles gut, ist gut.
Ich habe nur Angst vor dem schnellen Foxy. Aber noch lässt es sich Zeit. Wir müssen eigentlich auch gleich auf die 2 springen. Er chillt hier. Komm schon, ja, 2. Oh. Oh mein Gott. Ah, er bleibt hier. Chica kommt close. Eine sehr close Chica, die sich reingesneakt hat. Er ist wieder in der Kauf. Oh, Alter! Wie lange steht er denn schon hier? Oh mein Gott, das hätte eben gerade richtig nach hinten losgehen können. Er lungert hier noch rum. Chica kommt auch close. Er steht immer noch da. Ach komm schon. Warum bleibt der jetzt aber auch so lange, ne? Der will mir richtig die Energie runterdrücken, die Sau. Ist immer noch da, er ist immer noch da. Okay, wir sind bei der Hälfte der Zeit und bei der Hälfte der Energie. Was hat der vor? Was hat der vor? Der will mir wirklich komplett meinen Saft abnuckeln. Der denkt sich, yo, der Kies, der hat einfach noch zu viel Strom. Der geht nicht weg. Blockiert jetzt wirklich komplett die Tür? Oh mein Gott. Freddy ist auch noch hier. Oh Gott! Leck mich am Ärmel. Alright, Nacht 4. Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Alle stehen noch, außer die verdammte Chica. Jetzt ist auch Bonnie weg. Jetzt ist auch Bonnie on the run. Die Cove ist aber immer noch cool. Wir haben einfach nur Sorgen über die Cove. Und über Freddy. Anscheinend kommt Freddy denn irgendwie ganz schnell von links angesneakt. Äußerst unangenehm. Okay, die Cove ist safe. Hier ist auch alles safe. Ah, gucken halt, dass Freddy so lange wie möglich da oben bleibt. Cove ist sicher. Und ich muss halt gucken, dass ich mein Energiemanagement hinbekomme. Denn der Saft, der brutzelt hier sehr schnell weg. 1 Uhr. Okay, Mr. Bunny ist irgendwo da oben. Freddy ist immer noch hier. Oh, Freddy hat sich bewegt. Aber Freddy stellt sich wieder zurück. Bunny ist immer noch oben. Ich habe keine Ahnung, wo Chica ihr Unwesen treibt. Aber diesmal anscheinend keine Quick-Cove. Bunny ist unten, Freddy ist oben. Alright. Chica kommt näher, ist aber noch nicht ganz da. Was sagt die Cove? Die Cove ist kalt. Freddy ist hier. Jetzt so ein bisschen Auge auf Chica.
I don't like this. Chica ist nicht da. Bunny ist nicht da. Freddy oben. Kauf kalt. Kauf kalt. Wiederhole. Kauf kalt. Er ist immer noch hier. 2 a.m. Chica ist immer noch close. Kauf kalt. Freddy oben. Ja, so spielt man das Spiel. Macht 4 und schon einen auf Profi machen. Okay, er stellt sich wieder hin. Hier haben wir niemanden. Hier haben wir niemanden. Hier haben wir niemanden. Aber ich höre jemanden. Irgendjemand kommt sehr close. Frage ist halt, ist es Chica? Ey, Freddy dreht sich immer ganz kurz um, starrt uns an, dreht sich wieder weg. Auch diese Geräusche, die machen dich so paranoid. Du hörst halt im Hintergrund ganz leicht. Alright. Alright. Hier ist alles gut. Er hat sich wieder weggestellt. Chica ist weg. Okay, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Chica ist in der Küche. Er ist close. Hälfte Energie. Er ist halt super close. Mister Boon Boon. Ich glaube, er könnte jetzt gleich kommen. Alright. Freddy bleibt. Bleib ja weg, Freddy. Er ist noch da. Chica ist nicht hier. Komm schon, jetzt spring auf 4. Na, jetzt saugt er mir hier wieder schön den Saft weg, ne? Aber bis jetzt kein Mr. Foxy. Freddy habe ich auch im Griff. Alles gut. Okay. Wie lange bleibt ihr hier? Wie lange bleibt ihr hier? Das saugt halt super Energie gerade. Er bleibt immer noch da, ne? Freddy, Freddy, Freddy. Wow. Er ist weg. Freddy ist noch hier. Chica. Komm schon, Chica, mach dich mal vom Acker hier. Du kostest mir zu viel Strom. Ist weg, nice. 22, Freunde. Wird eng. Wird eng. Chica ist in der Küche. Hier ist niemand. Alright. Wenn jetzt noch Chica um die Ecke kommt, habe ich ein Problem. Weg. Komm schon, Baby.
Komm schon. Boah, ich bin so angespannt. Ich will Nacht 4 hinbekommen. Ich bin bei 9%. Dreht sich wieder weg. Ich bin so nah dran. Chica ist ziemlich weit weg, nice. So nah dran. Freddy. Was ist eigentlich, wenn ich keine Energie mehr habe? Bin ich dann tot? 3%. Wenn jetzt jemand kommt, bin ich so gut wie gegessen. Alter, das war ja ultra knapp. Ich hatte ja nichts mehr. Boah, Alter, Nacht 5, the final night. Der Sweat is real. Bin jetzt schon total verschwitzt. Der Anruf kommt. What? Bonnie ist schon unterwegs. Leck mich am Ärmel, wie schnell ist der? Jetzt geh schon ran. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Bonnie ist. Aber ich glaube, ich wurde eben gerade bedroht. Cove is clean. No Bonnie. Kann es sein, wenn ich Freddy immer wieder schön mit der Kamera andodge, dass er gar nicht erst zum Einsatz kommt? Ist das möglich? Weil letztes Mal hat sich ja Freddy auch gar nicht bewegt. Und er dreht sich ja einmal um und guckt dich an. Okay, Chica ist unterwegs. Ah, Chica ist langsam. Cove clean. Niemand in der Nähe. Ah, jetzt startet er mich doch einmal an, ne? Boah, ich bin schon bei 86. Oh, verdammt! Alter! Oh mein Gott, wie er sich rangesmoked hat. Ja, Bonnie hat mich eiskalt erwischt. Der ist auch schnell on the run. Na, schon ist er weg. Und die Tür hat halt nicht funktioniert. Was? Chica ist auch schon weg. Diesmal geben beide richtig Vollgas. Aber Foxy bleibt im Moment ziemlich inaktiv. Foxy bleibt im Moment ziemlich inaktiv. Ich will halt nicht haben, dass Freddy losgeht. Ich versuche ihn halt immer wieder so ein bisschen anzustrahlen. Ah, hier. Jetzt hat er mich angeschaut und jetzt ist er wieder rumgedreht. Aber das ist schon random, oder? Wann das Licht ausfällt. Ah, der hat mich schon wieder angeguckt. Der Freddy will unbedingt aktiviert werden, ha? Huh? Oh mein Gott, Freddy. Ich höre Schritte. Schritte und Melodie. Nix. Chica ist in der Küche. Wenn, dann muss ich Angst haben vor Bonnie. Alles klar. Er gibt mir einen schnellen Bonnie. Bonnie ist schon weg. Krass. Chica in der Nähe. Nix.
Nix. Ich hab halt richtig Schiss, dass Freddy halt aktiviert wird. Oder eben Foxy, aber im Moment habe ich beide gut im Griff. Klingt nach... nach Mr. Bunny. Habe ich dich erwischt. Alright. Alright. Oh nein, Foxy kommt. Sehr gut. Freddy erwischt. Freddy bleibt inaktiv. Die Schritte sind so nah. Boah, und nochmal Freddy anglubschen. Tür wieder auf. Ist cool. Ist wieder weg. Boah, ich bin schon bei 59 Energie. Ich glaube, wir verbrauchen einfach zu viel Energie. Chica ist in der Küche. Eieieiei. Ist wieder weg. Ist sauber. Ey, jetzt müsst du jetzt mal drei. Müsst doch jetzt endlich mal drei sein, oder nicht? Müsste doch jetzt... Ah, okay, es ist 3. Ich bin so angespannt. Ich bin... Das Spiel ist... intens! Chica Klaus. Kameraausfall. Freddy ist aber noch under control. Boah, Alter! Unschöne Geschichte. Immer noch hier. Er bleibt hinten. Okay, Chica ist weg. Komm schon, Baby. 4. Gib mir die 4. Freddy hat sich wieder weggedreht. Oioioioi, gib mir die 4. Ich verheiz hier Strom wie blöde. Bleibt in seiner Kauf. Aber er nuckelt jetzt. Er will nuckeln. Mr. Boon Boon macht einen kleinen schmutzigen Nuckler. Chica ist wieder in Le Kitchen. Nacht 4. Freddy ist safe. Alter, er will's aber wissen. Der will's aber wissen, du. Alter, Freddy. Klingen beide so close.
Alter, wir sind bei 20%. Er ist noch da. Wir sind noch nicht. Jetzt sind wir bei 5. Freddy habe ich erwischt. Boah, wir sind bei 13. Aber das geht noch eine Weile. Oh oh. Oh oh. Freddy nochmal ausgebremst. Acht Prozent. Ich hab so das Gefühl, er macht nochmal einen Run. Fünf Prozent. Okay, er kann keinen Run machen. Oh mein Gott, ich hoffe, der Strom reicht. Er ist weg. Ich habe gleich keine Energie mehr. Oh mein Gott. Das war's. Alter, ich hab's geschafft. Der ist schon losgerannt, ne? Der ist schon losgerannt. Das war jetzt wirklich der letzte Tropfen Energy. Five Nights at Freddy's. Mike Schmidt. $120 für all die Nächte. Das ist ja gar nichts. See you next week. Okay, du wirst wirklich beschissen bezahlt bei Freddy's. Oh nein, es gibt es auch noch Nacht 6. Bonusnacht. Was bekomme ich dafür? Eigentlich das Gameplay, ne? Du haust das Ding die ganze Zeit rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Nur damit sich da keiner bewegen kann. Chica ist on the run. Kamera spinnt. Bonnie ist on the run. Die Frage ist nur, wie schnell sind die hier? Ich meine, die Strategie lief ja ganz gut, aber die können auch anscheinend mal, wenn man Pech hat, super schnell hier durchsprinten und dann geben die dir. Aber ich denke, so schnell sind sie auch nicht. Einfach cool bleiben, Alter. Boah, wie Freddy schon wieder in die Kamera lunzt. Der will's wissen. Okay, das ist wirklich... Freddy will den Run. Freddy will den Run. Freddy ist noch cool. Man verliert halt auch permanent Energie, ne? Egal wie man es dreht. Bisschen Energie geht immer flöten. Wir sind bei 1. Boah, Freddy nochmal erwischt. Ist weg. Sie ist in der Küche. Pirate Cove bleibt cool. Kein Cove Diving. Nein, ich bin tot. Das war's. Ich kann es nicht zumachen. Ah! Mies, Alter, mies. Alle stehen noch da, aber gleich werden wahrscheinlich die ersten beiden verschwinden. Bonnie ist schon weg.
Chica ist weg. Beide on the run. Das ging schnell. Kannst halt beide nicht aufhalten, ne? Boah, jetzt bekomme ich irgendwelche Störungen noch reingeballert von Freddy. Der alte Fassbär. Leck mich am Ärmel, wie schnell warst denn du hier? Ist weg. Ich hoffe halt einfach, dass ich keinen Foxy hab. Einfach keinen fiesen Foxy. Und kein Stromausfall, das wäre auch nett. Das wäre sehr, sehr nett. Weil Bonnie kann sich auch richtig widerlich ransneaken, ne? Ey, das sieht immer so aus, als würdest du hier den Mittelfinger gezeigt kriegen. Auf der Seite. Weg. Cool Kauf. Freddy abgewehrt. Nice. Alles gut. Freddy abgewehrt. Geh weg, Freddy. Ich hab dich genau im Blick. Ich hab dich genau im Blick. Du Fellgeburt. Komm schon, gib mir 2 AM. Schon wieder weg. Alter, die kommen aber auch quick. Quick and dirty, du. Chica ist in der Küche. Freddy ist abgewehrt. No Cove. Irgendjemand ist close. Wir sind bei 62% Energie. Jetzt gib mir mal bitte 3. Kein Foxy. Dafür habe ich aber einen dicken Bonus verdient, wenn ich das überlebe. Hashtag dicker Bonus in die Kommentare für die Leute, die jetzt noch dran sind. Komm, gib mir den 3 Uhr morgens Club. Hashtag dicker Bonus in die Kommentare schreiben für die, die jetzt noch am Start sind und mit mir hier den Stress durchleben. Freddy. Pirate Cove ist immer noch Chili Vanilli. Freddy ist auch noch an Ort und Stelle.
Oh nein. Bah, Bohemian Rhapsody! Alter, mein Herz! Oh nein, ich war so nah dran. Nacht 6 ist halt wirklich ultra hardcore, ne? Direkt mal ein Kameraausfall. Edel. Und beide sind weg. Nice. So will ich das. Genau so will ich das. Gib mir direkt auf Gib mir Basis. www.gibmir.de. Schön hart. Einer müsste gleich sehr close in meiner Nähe sein. Schon bei 93%. Freddy ist abgewehrt. Alter, Freddy will's wissen, ne? Hat er mich schon wieder angelunzt. Bleib weg, Freddy. Hier ist noch sauber. Alright. Komm, gib mir jetzt die 1 AM. Oh nein, Alter. Wir haben 12 AM. Und die Cove ist schon hot. Und schon haben wir da hier eine heiße Höhle. Scheint aber eine Slow Cove zu sein bis jetzt. Freddy, start mich wieder an. Geh weg, Freddy. Kackst du dich ein, ha? Huh? Muss Freddy auf jeden Fall gut im Blick behalten. Ich meine, mit Mr. Foxy komme ich noch klar, aber Freddy ist halt echt unangenehm. Komm, gib mir die 2. Wir sind schon bei 68 Energie. So, wir haben die 2. Chica ist in der Küche. Er bleibt noch hinterm Vorhang. Ich hoffe, er bleibt noch eine Weile dort. Wir nähern uns hier 3. Chica könnte kommen. Küche ist leise. Er ist noch hinterm Vorhang. Ich hab die Hosen voll. Vergessen den Freddy zu beglubschen. Oh nein, Doppelenergiesauger. Und vergiss den Freddy nicht. Ah, ey, ist das ein richtiges Management-Game. Hälfte Energie. Freddy geblockt. Chica geblockt. Wir sind erst bei 3. Oh nein, jetzt wird's unangenehm.
Jetzt wird's unangenehm, Leute. Alter, die Anspannung. Alright. Wann kommt hier endlich die gute alte 4? Oh, was sind das jetzt hier für Visionen? Was sind das für Boogie Night Visionen, die ich hier bekomme? Alter, er lutscht mir die Energie. Ich bin erst bei 30. Also eins kann das Spiel auf jeden Fall. Panik. Okay. Mach zu. Boah, Double Leech. Ist wieder offen. Wieder offen. Ich bin so angespannt. Steht noch, ne? Aber wir haben ja noch einiges an Zeit vor uns. Freddy. Freddy abgewehrt. Freddy. Prozent. Prozent. Freddy ist cool. Wieder hoch. Okay, wisst ihr was? Ich bewege mich jetzt nicht mehr. Die letzten Sekunden. Ich habe eh keine Energie mehr. Ich hoffe, es reicht. Ich höre die Schritte. Bitte, 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 Baby. Es kann nicht mehr viel sein. Boah, Alter, Nacht 6. No Energy. Kriege ich jetzt einen dicken Bonus? 50 Cent. Ich fühle mich, als wäre ich 20 Jahre gealtert. Das war Five Nights at Freddy's, Freunde. Das Originalspiel. Jetzt können wir hier Custom Nights machen, aber das müssen wir jetzt nicht. Hier kann man dann noch diverse Dinge einstellen, ne? AI-Level. Oh. Alter, du kannst hier voll die krassen Sachen wahrscheinlich machen. Extreme. Also wer es so richtig auf Extrem haben will, der kann sich hier richtig schön bestrahlen lassen. Was ist Extrem? Warte, ich will einmal auf Extrem. Werde ich hier direkt bombardiert? Brauche ich da Reflexe von einem Dreijährigen? Nacht 7.
Bin ja mal gespannt. Aber so an sich kann ich die Faszination schon verstehen. Es ist schon... Es ist nice. Jo, die sind alle weg. Die sind alle weg. Die geben richtig Gas. Richtig schön auf Crack jetzt. Ja, aber Nacht 7 ist dann nur diese Custom Night. Also keine Real Night, oder? Oh, oi, oi. Ja, es ist schon mies. Schon mies. Gut, Leute, das war's. Hashtag Gehaltscheck in die Kommentare. Es gibt so viele Hashtags. Ich bin gespannt, wer sie wieder alle findet. Wollt ihr haben, dass es mehr gibt von Five Nights at Freddy's, dass wir uns mal durch diese ganzen Spiele durchwühlen? Dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.